Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 6. Episode von The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy und wir haben in der letzten Episode 2 neue Zaubermuscheln in unserem Repertoire und natürlich diese Teufelsvilla begrüßt. Oh verdammt, ich hasse es. So, gut. Und ich habe natürlich meinen ersten Death. Ja. Passiert. Denke ich, gibt Schlimmeres. Hallo? Warum kommt die Piranha-Pflanze nicht mal hoch? Oh, schön. Ich habe nämlich schon jetzt Angst gehabt, dass natürlich wir keine Dinger mehr bekommen. Aber wir bekommen hier noch volle Energie. Gut, und jetzt schauen wir mal, was uns erwartet, wenn wir uns auf dem Weg zum Boss machen. So, volle Energie ist schon mal da. Gut, und was gibt's hier? Eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, ich kann mich eigentlich... Ah, aha, da ist ein versteckter Schlüssel. Aber warum gibt's hier ein versteckter Schlüssel? Für was brauche ich noch einen Schlüssel? Warum brauche ich noch einen Schlüssel? Das verstehe ich nicht. So, ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Vergiss es, ich weiß, wo du bist. Du dappischer Mystery. Au. So, komm. So, wir müssen ihn auseinanderkloppen. Das ist natürlich der Schleimauge. Und Bounce. So. Ah, verdammt. Zack. So, komm. Bewegung. Sehr gut. Das war knapp. Autsch. So, und nochmal. Bounce. Dafür haben wir die Pegasus-Stiefel bekommen, um natürlich zu rammen. Oh, verdammt. Oh, wow. Oh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Ich darf nicht noch einen zweiten Death jetzt kassieren. So, das erste Auge ist weg. Und das ist das zweite Auge. Miststück. Oh, natürlich ein Herzteil. Das nehmen wir mit. So, dann haben wir Glöcklein, Glöcklein, Handewand. Wie schön. Klingst du heute Nacht? Die nächsten Glöckchen hast du erhalten. Wasserfall im Wasserfall. Es ist versteckt. Gut. So, haben wir das wenigstens geklärt. Wie viele Instrumente hast du? Du bereits, wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du den wieder verlassen kannst. Geh nun zur Durstwüste. Die schwarzen, monströsen Einwohner der Wüste werden dir den Weg weisen. Ich sage nur Uhu. Oh, einfach nur Uhu. Ja, jetzt haben wir ja wenigstens diese dappische Stiefel, dass wir natürlich uns jetzt fortbewegen können. Ich werde jetzt die Teleporter eigentlich eher machen, dass wir hier eine Verbindung aufbauen, bevor wir hier jetzt weitermachen. Als erstes gehe ich natürlich hier rein. So, wir haben ja jetzt die Stiefel, das heißt, na, super. Können wir natürlich jetzt hier die Scheiße hier machen. So, das war nicht so gut. So, einmal da. Dann das hier. Wunderbar. Kriegen nochmal 50 Rubine, aber ich glaube, das ist eigentlich nicht das einzigste Ware hier. Ich glaube, hier muss noch irgendwo ein Loch sein. Aber das muss man natürlich suchen. Ha, sieht ihr? Habe ich schon recht gehabt. Und guckt mal. Ein Herzteil. Wir haben das vierte Herzteil. Wunderbar. Immer nur unter der Anzahl festzustellen. Du hast 4 Herzenteile gesammelt. Jetzt bekommst du einen neuen Herzcontainer. Wunderprächtig. Ich habe jetzt schon 7 Stück unten. Das ist doch mal wunderbar. So, das haben wir schon mal geklärt wieder. Oh, jetzt gehen wir mal schnell darüber wieder. Wunderbar. Da habe ich doch so ein paar leichte Erinnerungen, habe ich wirklich noch, wo die ganzen, nicht wo alle Sachen sind. So, ich muss jetzt, ach guck mal, jetzt können wir das Stocklein hier abgeben. Oh, hi Davy, ein schöner Stock, den du da hast. Leihst du ihn mir mal kurz. Ja, ja, nimm ihn hier.
Ja, das war ziemlich schlau. So, aber dafür haben wir natürlich die Honigwabe. Hast du statt eines ein Ding? Tja, das ist doch wunderbar. Gut, dann haben wir das wohl geklärt. Das haben wir auch gemacht. Das heißt, diese Honigwabe können wir auch gleich beim Zoodorf abgeben. Ja, wir gehen gleich in ein Zoodorf. Ich spoilere eigentlich, wenn ich mal ehrlich bin. Eigentlich nicht so fein von mir, aber ey. Nein, das ist eigentlich falsch. Da sind wir falsch. Das will ich nicht hin. Ich will ja zu diesem Dorf jetzt erstmal. Können wir das auch klären? Da können wir nämlich den ersten Teleport aktivieren. Ich glaube, ich bin hier richtig, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ja, doch, ich müsste hier richtig sein. Genau, hier runter. So sieht's aus. Und jetzt können wir da drüber. Rip. Autsch, das war nicht so geplant. So, dann sind wir hier drüben, genau. Und dann, wenn wir hier lesen, willkommen im Zoodorf. So, muss ich hier rein? Nein, da muss ich nicht rein. Irgendwo ist hier ein Koch. Das weiß ich. Da muss ich nämlich die... Da unten, da ist er. Da muss ich nämlich die Honigwabe geben. Jo, sehr schön. Hallo, ist das etwa ein Honigwabe, die du da hast? Genau, so eine bräuchte ich. Möchtest du eine Ananas dafür? Ja klaro. Du hast die Honigwabe gegen eine Ananas getauscht, die sehr saftig ist. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfes und versperrt den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marin es ja mit ihrem Lied aufwecken, wa? Wahrscheinlich ist das die Lösung. Okay, da wissen wir ja Bescheid, was wir machen müssen. Als erstes kommen wir gehen. Ich zeige euch das Vieh. So, gehen wir zuerst da runter. Schauen wir uns das erstmal an. So, natürlich durch die Pegasus-Stiefel kann ich eigentlich auch Bäume anrempeln. Genau das hier, das schläft da. Und da geht's zur Durstwüste rüber. Aber als erstes will ich da hoch. Da ist nämlich noch eine Höhle, das mache mir doch fein. Oh, rip. So, ich glaube mal, das ist sinnvoller so. Boing, boing. Ich glaube, ich brauche hier... Ja, ich brauche hier die Jumblies. So, sehr gut. Und ich glaube, da muss ich sogar eine Bombe hinlegen. Ha, bin ich gut. Das sieht man, das habe ich in meiner Kindheit hoch und runter gespielt, das Spiel. Okay, da komme ich noch nicht hin, da brauchen wir noch den Enderhaken, Leute. Aber schon mal gut zu wissen, dass wir dein Herzteil finden. Gut, dann aktivieren wir jetzt den Teleporter hier, dass wir uns sozusagen schneller hier fortbewegen können oder schneller wieder zu diesem Dorf kommen. Wunderbar. So, dann haben wir schon mal das erste dann gemeistert. Wunderbar, der erste Teleporter ist uns. Dann können wir uns jetzt natürlich fortbewegen. In den Norden des Tales. Weil da ist natürlich auch noch was. Aber ich möchte erstmal was ganz anderes noch begutachten. Und ich glaube, das sieht... Nee, ich bezweifle, dass da hier noch was wäre. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist hier eine Muschel versteckt, aber das bezweifle ich so. Und irgendwie muss ich auch da runterkommen. So, der Friedhof, Orunga-Steppe, da waren wir ja eigentlich schon. Ich will nur gucken, was ich hier noch machen kann. So, eigentlich, ja, ich laufe mal den Friedhof, dass wir die Karte wenigstens hier haben. Hier ist auch ein Secret Dungeon, den ich auf jeden Fall mit euch demnächst machen werde. Aber jetzt noch nicht. So, laufen wir mal hier durch. Haben wir das soweit geregelt? Dann haben wir die Karte komplettiert. Wow, die tun schon ein bisschen was abziehen, die Drecksäcke vom Dienst. So, dann sind wir jetzt hier. Sehr gut. So, machen wir Jumblies. So, der Fotomann. Obwohl, ich glaube, ich muss da rein, um... Dafür kriege ich ein Fotoapparat, oder? Eigentlich glaube ich, kriege ich ein Fotoapparat, oder? So. Hey, ich liebe es zu fotografieren. Darf ich auch dich fotografieren? Ja, mach das. Stell dich auf den Teppich und lächle.
Ich nenne es ein wahrer Held. Bitte lächeln. Wie heißt du, mein Junge? Davy, super, hier ist dein Album, Davy. Schau hinein, bevor du gehst. Mal sehen, ob das Album voll wird. Dann schauen wir mal doch hin. Das interessiert mich jetzt. Die Abenteuer des Davy. Möchtest du ins Album schauen? Ja. Okay, möchtest du ein Foto anschauen? Wähle es mit Ding und drücke Ja-A-Knopf. Schauen wir uns das an. Yeah, sieht das cool aus, oder? Das sieht doch mal richtig cool aus. Drucken? Nein, kann ich ja nicht. Aber das sieht echt cool aus. So, kann ich... Warte, ey, ein Bild passt noch ins Album. Was soll ich fotografieren? Ja, okay. Musst du dann mitkommen oder sowas, dass du fotografieren tust? Oder wie willst du da fotografieren? Das ist halt jetzt eine sehr gute Frage dann, ne? So, guck mal, gehen wir als erstes jetzt das nächste machen, wie ich gesagt habe, bevor ich das jetzt wirklich vergesse, den Teleporter benutzen. So, ich glaube, nee, so muss ich nicht hoch. Da gehe ich jetzt nicht hoch, die Stufen da, weil da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wir erst später hin wollen. Weil da... Warte mal, ich könnte eigentlich noch was... Oh nein, das habe ich gemacht. Scheiße, das wollte ich... Der Windfisch ruht sanft in seinem Ei auf dem Berg. Jedoch, beim Klang der 8 Musikinstrumenten der Syrien wird er aufwachen. Du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst. Mein Freund, nur so. Okay, gut zu wissen. Aber das habe ich jetzt vermasselt. Nee, ich zeige euch noch nicht das Windei, obwohl, wenn ihr das Spiel schon mal, das Windfischei. So, eigentlich wollte ich jetzt hier hoch, das hier schnell erledigen noch. So, erledigen wir das hier, dann haben wir das auch geregelt. So, okay, die macht, aber die ist jetzt unwichtig. So, jetzt darf ich nicht... Oh, verdammt, wow, das war knapp. Das hat ja noch gefehlt. So, komm, zack, zack. So, dass wir das jetzt hier regeln. Wunderbar. Ich weiß, dass ich eigentlich jetzt hier wieder... Da ist ein Herzteil, da kommen wir aber erst später hin. So. Ah, da ist eine Truhe. Wunderbar. So, nehmen wir noch die 50 Rubinen auf jeden Fall mit. So, da brauche ich jetzt erstmal wieder die Kampfstiefel. Die wunderschönen Pegasus-Stiefel. Und weiter geht's. Wunderbar. Zick. So, genau zu dem da. Zu dem da gehen wir hin jetzt. Bevor ich das vergesse. So. Ich habe so viele Gedanken, was so Abzweigungen gerade im Kopf war. Super. Das hat mir jetzt noch gefehlt. So, und durch! Wunderbar. Jo! Oh, tja, ich habe mich verlaufen, wie ich es vorher gesagt habe. Jetzt bin ich so K.O. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zufällig etwas Essbares für mich? Ja, klar. Diese Ananas sieht ja lecker aus. Schmecker, ich muss sie gleich essen. Lecker, ich gebe dir dafür einen schönen Hibiskus. Du hast die Ananas gegen einen Hibiskus getauscht. Wunderbar, der ist ja jetzt wunderschön, der ist jetzt wirklich sehr, sehr zufrieden. Das heißt, oh, warte mal. Nee, ich glaube nicht, da kann ich ja nicht graben. So, jetzt gehen wir hier runter. So, dann haben wir uns wenigstens diesen Weg gespart. Sehr gut. So, RIP. Wunderbar. Gott sei Dank, das hätte mir jetzt doch gefehlt, dass ich hier noch jetzt Energie verliere. Sehr gut, komm. So, okay. Oh, okay, nehmen wir lieber das Götterhorn mit vorsichtshalber. Ich traue nämlich gerade niemanden, aber es müsste... Natürlich reicht das nicht, ich voll forschte. Nee, das reicht nicht. Lieber gehe ich hier drüber. Wäre ich gleich hier drüber gegangen, hätte ich mir den Ärger jetzt erspart. Sehr gut. So, jetzt einmal die Feder darüber. Wunderbar. So, dann machen wir doch den Teleporter jetzt aktiv. RIP! So ganz hoch muss ich ja jetzt nicht. So. Oh. Das war knapp. Das hätte auch... Oh, super. Jetzt habe ich echt ein Herz verschenkt. Das nehme ich wenigstens mit. Okay. Dann macht mal eine Runde um Jerusalem. Alles klar. Dann gehen wir doch hin. Aktivieren.
Warte, ich hab den aktiviert. Ich habe jetzt gerade Angst gehabt, dass ich den Ding nicht aktiviert habe. Aber ich habe ihn aktiviert, ja. Ich habe ihn aktiviert. So, tun wir mal die Karte vervollständigen. So, da müssen wir schnell drüber. Ja, da müssen wir auch noch später hin. So, da können wir erst später hin, wenn wir den Enderhaken haben. Komm, geh weg, du Futti. So, und da haben wir ganz herzlich dann das hier. Wunderprächtig. Sehr gut. Da haben wir das hier geklärt. Dann kann ich das eigentlich auch gleich klären. Das sind jetzt alles so Mini-Side-Quests, die ich hier gerade erledige. So, hier gebe ich die schöne Hibiskus. Oh, wie entzückend von dir. Du hast mir einen Hibiskus mitgebracht. Wenn du so ein Gentleman bist, könntest du mir einen Gefallen tun. Ja? Könntest du für mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Er lebt am Rand vom Zauberwald, bitte. Kein Problem, immer wieder gerne. Du hast deinen Hibiskus gegen einen Brief der Ziege getauscht. Was, das ist eine Ziege? Okay. Alles Klärchen hier. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das eine Ziege ist. Gut, dann werden wir doch die Mini-Side-Quest auch noch erledigen, weil für das andere wäre es jetzt... Reicht einfach die Episode nicht. Die Zeit einfach nicht. Da würde ich sagen, machen wir das lieber mit Dr. Wright jetzt. Und dann werden wir uns danach in der nächsten Episode da widmen, was ich machen möchte. Aber das wird ihr dann in der nächsten Episode sehen. Ich will ja nichts hier rumspoilern. Oh, was ist hier? Marin, sie sitzt manchmal für Stunden am Meer und starrt in die Ferne. Tja, Frauen. Okay, dann wissen wir, wo auch Marin ist und wo wir uns eigentlich hinbewegen müssen. Als nächstes. Oh, ein Foto. Hey, ein tolles Motiv. Ich nenne es Davy und Strubi. Rücker näher zu Strubi. Cool. Davy, näher ran. Grrr. Nee, okay, so ist es gut. Lächeln. Peace. Okay. Alles klärchen, das würde ich sagen. Okay, da wird jetzt automatisch dann die Fotos gemacht. Interessant zu wissen. So, jetzt machen wir es wieder im Schnellmarsch. Weil Jumpy bin ich schneller einfach unterwegs. Ist so. So, war ich eigentlich hier schon? Ja, da war ich schon. Denn, ja, den Ding habe ich auch schon geholt. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. So, genau, ja. Das Herzteil habe ich schon geholt. Upp. Hoch mit dir. Ab zu Dr. Wright. Was ist das? Ein Brief für mich? Hm, das ist ja toll. Und sieht doch mit einem Foto. Wow. Die Christine. Yeah. Peach lässt grüßen. Sie ist ja so hübsch. Warte, ich muss dir irgendwas für deine Mühe geben. Moment, dieser Besen ist alles, was ich habe, okay? Okay, der Besen. Aus Dankbarkeit hast du von Dr. Wright einen Besen erhalten. Wenn er wüsste, wie Christine wirklich aussieht, würde er bestimmt reiern. Okay, dann haben wir das soweit geklärt. So, dann können wir hier eigentlich noch zum Strand laufen. Die Zeit reicht hier eigentlich dafür nach. Ich bin jetzt sogar jetzt dappischerweise zu früh hier rein. So, komm. So, das haben wir jetzt geklärt. Wunderbar. So, obwohl es ist ja eigentlich Humbug, wenn ich jetzt zuerst zum Strand gehe. Ich muss ja erstmal hier eh was holen. In dieser Stadt hier. Oder in diesem Dorf. Nämlich hier oben ist so in der Art wie ein Mini-Dungeon. So, ist es hier? Ja, genau hier. So, ich werde hier mit dem Part beenden und danke euch vielmals fürs Einschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Ein Abo wäre very nice, damit ihr natürlich nichts mehr verpassen tut in Zukunft von meinen Projekten her gesehen. Und natürlich ein Daumen nach oben wäre für das Video eine sehr gute Unterstützung. Euer gut gelaunter Moderator Davy sagt Tschüssi, aha, Kowski.